So, hallihallo, einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Abend, was auch immer. Ich bin der Maxen und ich habe mir mal leichtsinnigerweise überlegt, euch mit Musik zu belästigen. Ich dachte, ich zeige euch mal 10 Platten, die mich sehr geprägt haben, aus einer Zeit, die mich sehr geprägt hat. Vielleicht hat der ein oder andere Spaß dran, wie der Stromberg sagen würde. Vielleicht interessiert es auch keinen. Ich lasse mich mal überraschen. Einziges Kriterium oder zwei Kriterien erfüllen die Platten. Das sind alles Techno-Platten und sie sind erschienen vor dem Jahr 2000. Also Mitte bis Ende der 90er. Mikrofontechnisch hätte ich das gern anders gelöst, aber das ging nicht. Deswegen sitze ich jetzt hier mit so einem Handknüppel. Aber das ist ja egal. Wir fangen an mit dem Jahr 1994, mit dem Projekt Drax LTD 2, der Track Amphetamin, böses Zeug, geiler Track. Dahinter steckt eine lebende Legende, Thomas P. Heckmann. Und ist keine Originalpressung, ist aber wurscht, wir hören mal rein. Ebenfalls aus dem Jahr 1994, auch keine Originalpressung, ist aber auch nicht schlimm. Emanuel Top, Turkish Bazaar, ist 94 erschienen auf seinem eigenen Label Attack Records und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, auf Le Petit Prince, da bin ich mir gerade aber nicht ganz sicher. Man möge mich korrigieren, spiele ich heute noch manchmal, super geiles Sample da drin. Das Sample ist im Original übrigens von Jim Morrison von The Doors. Viel Spaß. The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new, black, polished chrome, and came over the summer like liquid night. Dann mittlerweile im Jahr 95 angekommen, die Red-Serie von Dave Clark, durch die Bank weg geil. Mir hat es persönlich der Track The Storm angetan, erschienen im Original auf Reload. Geiles Brett, geile düstere Stimme, kickt mich heute noch. Thank you.
souls ravished with ecstasy, senseless as it were, in apathy, face ignorance of foolish multitude, prepared by close of fortitude. So, immer noch im Jahr 1995 ein Techno-Label, das mich sehr geprägt hat, ein holländisches Label von DJ Misha. Das Label gibt es nicht mehr. Misha macht heute ganz tolles Mastering. Hier unter seinem Alias zusammen mit DJ Groovehead, Digital Express. Ich habe von dem Label, glaube ich, fast alle, also zumindest ziemlich viele. Viel Acid immer dabei gewesen. Wir hören mal rein in den Track Man, Woman, Love. '95, da bleiben wir mal kurz. Ich hatte gerade schon mal erwähnt, das Label von Emanuel Top, Attack Records. Da hören wir mal rein in den Track Stress. Das ist sogar eine Originalpressung. I'm depressed. Dann mittlerweile im Jahr 1996 das Projekt Scan X. Der Track heißt Earthquake, ist der Dry Mix. Die habe ich schon ein bisschen länger, die Platte, die hat schon ein bisschen gelitten. Ist erschienen auf dem Label F Communications, das ist das Label von Laurent Garnier. Viel Spaß. Wir bleiben nochmal im Jahr 1996. Das Label Busch Records, auch bekannt, habe ich auch ein ganzes Fach von, glaube ich,
Thomas Schumacher, der Track Ficken. Und gibt es in drei verschiedenen Mixen. Und die heißen Pflichtkür. Und der Mix, der mir sehr gefällt, ist einfach nur mit einer 3 markiert. Hashtag 3 heißt der oder so. Wir hören mal rein. Schwedischer Produzent, der immer noch aktiv ist, den ich sehr schätze, Joel Mull. Hier eine Scheibe auf Prime Evil, erschien 1997. Der Track heißt The Mole. Prime Evil war eng verwandt mit dem Label Primate. Super fette Sachen, wir hören mal rein. Ich näher mich meiner Volljährigkeit. Eine supergeile Scheibe von Hardfloor, erschienen auf Hardhouse. Hardfloor Will Survive, zusammen mit Future 303. Der Traveler Remix, den habe ich mal gespielt, ist von Chris Liebing und Andrew Wooden. Klingt schon ein bisschen abgerockt, weil ich die echt oft gespielt habe. Geiles Brett. Come on.
1999. Maxon darf mittlerweile in die Clubs. Geile Platte erschienen auf dem Label von DJ Hell, International Gigolo Records. Der Produzent heißt Terence Fixmer. Der Sound hat mich damals mega umgehauen, weil das so frisch, so anders klang. Wir hören mal rein in den Track Out in the Space. Mega zeitlos, ist einfach immer noch mega fett. Viel Spaß. Jumping out in the space. Ja, das waren 10 Techno-Platten aus meinem Sammelsurium. Ich guck mal, wie so die Resonanz ist. Wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich das auch nochmal mit ein paar Hausplatten. Ist genug hier. Gucken wir einfach mal. Ciao.